Beck, Winzerin in Gols im Burgenland, bewirtschafte hier gemeinsam mit meiner Familie 15 Hektar Rebfläche auf den Hanglagen an der Ostseite des Neusiedler Sees. Wir konzentrieren uns ganz stark auf die Produktion von traditionellen Rotweinsorten, Zweigelblaufränkisch und St. Laurent, und arbeiten seit 2007 biologisch dynamisch. Bei der biologisch dynamischen Wirtschaftsweise wird großer Wert auf die Begrünung des Bodens gelegt, also Begrünung zwischen den Rebzeilen, was dazu führt, dass der Boden aufgelockert wird und wir ein lebendigeres, ein besseres Bodenleben haben. Der Boden ist einfach belebt von Mikroorganismen. In diesem Jahr war das besonders wertvoll, weil eben so viel Wasser da war. Und wenn man keine Begrünung hat zwischen den Zeilen, dann kann es eben passieren, dass Wasser stehen bleibt und man auch sehr lange nicht in den Weingarten reinfahren kann. Aber mit der Begrünung ist der Boden sehr, sehr gut befestigt. Es gibt keine Erosion und wir konnten sofort nach den Regenfällen wieder mit der Ernte weitermachen. Wir sind gerade dabei, die Ernte 2014 zu beenden mit dem Blaufränkisch. 2014 war für uns eine riesengroße Herausforderung aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse während des ganzen Sommers eigentlich. Schon im Sommer hatten wir mit Pilzkrankheiten zu kämpfen und dann Anfang September hatten wir sehr, sehr starke Regenfälle, sehr viel Wasser, was zu einer frühen Fäulnis geführt hat. Und wir mussten im Weingarten sehr, sehr streng selektionieren, um wirklich nur gesundes Traubenmaterial nach Hause zu bringen. Zum Glück ist unser Ernteteam schon über Jahre geschult und weiß genau, wie mit solchen schwierigen Verhältnissen umzugehen ist. Und wir konnten wirklich nur gesunde Trauben nach Hause bringen. Die Weine, die wir jetzt schon verkosten können, die bereits vergoren haben, präsentieren sich trotzdem sehr, sehr schön. Wir sind mit unserer Arbeit sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben das Beste aus diesem Jahrgang rausgeholt.